Hallo Freunde, ich glaube, das ist so das Video, was mir am schwersten fällt, was ich jemals online gebracht habe. Warum, werdet ihr auf jeden Fall im Laufenden mitkriegen und eventuell auch in einem zweiten Teil noch weiterhin verfolgen können. Wer noch nicht weiß, worum es geht, unser Motor hat tierische Probleme gemacht. Ich werde euch hier oben mal eine Wiedergabeliste verlinken von dem LT-Motor-Problem. Wer da noch nicht Bescheid weiß, guckt da einmal rein, kommt dann gerne wieder. Und zwar ist es so, dass der Motor jetzt komplett instand gesetzt wurde. Das Ganze sollte eigentlich eine Kooperation mit einer Firma sein. Trotzdem haben wir noch eine Menge Geld bezahlt. Und ich muss einfach sagen, dass das Ganze nicht so ausgegangen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Im Video werdet ihr merken, dass ich mich an vielen Stellen tierisch gefreut habe, weil der Motor natürlich noch nicht eingebaut war. Das heißt, ich wusste auch nicht, wie er läuft und was noch zukünftig für Probleme auf uns zukommen. Da kann ich nur sagen, wir hatten tierische Probleme nach der Instandsetzung. Ich habe jetzt ungefähr noch 3 Wochen an dem Motor gearbeitet, bis er jetzt wirklich läuft und bis er auch gut läuft. Habe nochmal ein bisschen Geld reinstecken müssen, aus welchen Gründen, das werdet ihr im Laufenden auf jeden Fall sehen. Dazu muss ich natürlich sagen, dass das Ganze jetzt keine Kooperation mehr darstellt. Also das heißt, ich werde natürlich nicht positiv oder auch überhaupt über diese Firma sprechen, weil das Ganze hier öffentlich zu machen, ist natürlich nicht ganz rechtens und wird mich auch wahrscheinlich in Probleme bringen. Daher ganz klar nochmal gesagt, der Motor an sich läuft. Allerdings mussten wir selber nochmal ordentlich Hand anlegen, bevor der Motor so läuft, wie er jetzt läuft. Jetzt zu diesem Zeitpunkt läuft er ungefähr 3 Tage. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch noch nicht endgetestet. Wir werden nochmal eine Menge Kilometer drauf fahren müssen, damit wir auch wirklich sicherstellen können, dass das alles jetzt hervorragend läuft. Allerdings, das werdet ihr definitiv in Zukunft auf diesem Kanal verfolgen können. Also gerne abonnieren, falls ihr da noch mehr mitkriegen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß trotzdem bei dem Video. Wie gesagt, sind ältere Aufnahmen dabei, wo ich mich tierisch freue. Nehmt das Ganze nicht zu ernst. Beziehungsweise nimmt das so ernst, dass mit dem Wissen, wie ich euch das gerade vermittelt habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo liebe Freunde, ihr seht, ich sitze nicht in meinem Auto. Ich habe einen Anhänger hinterm Auto hängen. Da sind 2 Motorblöcke beziehungsweise 2 Motoren von dem LT drin. Einmal der alte und der neue alte. Und ich bin auf dem Weg nach... Und da wird der Motor jetzt auf jeden Fall komplett instand gesetzt und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Ergebnis. Bin sehr, sehr aufgeregt, quatsch gleich nochmal ein bisschen und ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen was zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video. Wir bauen den Motor jetzt auch wieder ein in dem Video und hoffen einfach mal diesmal, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Aber das werdet ihr auf jeden Fall spätestens am Ende dieses Videos wissen. Also viel Spaß. So, ich bin jetzt vor Ort bei den Jungs angekommen und ich bin jetzt schon ein paar Stündchen hier. Die haben meinen ganzen Motor bzw. die beiden Motoren auch schon komplett auseinandergenommen. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so zügig geht. Und haben auch die Kolben schon sandgestrahlt. Die kommen natürlich nicht wieder rein, aber so kann man einfach mal das Bild ganz gut sehen, was da passiert ist. Und auch die Ventilabdrücke noch mal ein bisschen besser sehen. Ich werde euch das jetzt hier noch mal ein bisschen einblenden. Und ja, ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das hier klappt. Wir haben viel gesprochen. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was davon mitnehmt und dass wir noch ein paar Bildmaterialien von den Jungs kriegen und dass ihr da noch ein bisschen Einblick kriegt, was hier über passiert und was mit dem Motor genau gemacht wird. Thank you.
Freunde, was mache ich jetzt hier überhaupt? Ihr könnt es noch ganz gut sehen, der Motor ist noch nicht eingebaut, der ist noch beim Instandsetzer. Ich bereite jetzt aber alles schon mal vor dafür, dass wir den Motor wieder einsetzen können und ich möchte den Motor einfach besser kontrollieren können bzw. einfach sehen können, was mit dem Motor genau los ist. Aus dem Grund haben wir jetzt ein paar Zusatzgeräte hier und die möchte ich gerne mir hier unten verbauen, sodass wir da immer Zugriff drauf haben. Was haben wir hier jetzt genau? Also ich habe jetzt einmal, dass wir den Öldruck direkt sehen können in Bar, dann die Wassertemperatur, also die Kühlwassertemperatur direkt ablesen können und ein offenes Feld ist hier noch, denn ich möchte noch zusätzlich die Öltemperatur prüfen können und das Ganze möchte ich jetzt einbauen. Und zwar eigentlich ist es relativ simpel. Bei diesen Anzeigemodulen, die ich gekauft habe, waren sogar Sensoren dabei. Man kann aber auch die vorhandenen Sensoren nutzen. Das heißt, ihr habt einmal ein Sensorkabel, wo ihr den Sensor anschließen müsst, der natürlich am Motor verbaut ist. Und alles andere ist quasi nur Plus und Minus. Einmal für die Auswertung selber und einmal Plus und Minus für die Lampe, die ihr quasi hier noch drin habt. Damit, wenn es dunkel ist, dass ihr da auch was ablesen könnt. Ich werde das in meinem Fall so machen, dass ich Plus und Minus für die Anzeigegeräte selber von der Zündung holen werde. Das heißt, sobald ich die Zündung einschalte, funktionieren die Geräte auch. Und das Licht mache ich aber über einen Extraschalter, einen ganz kleinen hier. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich denke, wenn ich im Dunkeln mit dem Auto unterwegs bin, möchte ich auch gerne das Licht der Geräte mal ausschalten können, dass mich das einfach nicht stört. So soll es bei mir umgesetzt werden. Wir schauen jetzt mal, ob das Ganze auch machbar ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, was habe ich bisher gemacht? Und zwar habe ich jetzt die ganzen Zusatzinstrumente hier unten angebracht, habe die auch schon alle angeschlossen, habe euch nicht ganz so viel davon gezeigt, beziehungsweise fast gar nichts, weil ich finde immer, man kann so wenig zeigen, was so Elektronik und Verdrahtung angeht. Die sind relativ einfach aufgebaut, sind auch immer Anschlussschema dabei, eigentlich immer nur Plus und Minus. Und dann habe ich hier halt Kabel vorbereitet, jeweils einmal für den Ulldruck und einmal für die Temperatur. Zu den Sensoren dementsprechend. Auch die Beleuchtung, die schalte ich jetzt über einen kleinen Schalter hier. Das ist das alte Panel, wo auch der Choke drin ist. Und da möchte ich jetzt zusätzlich noch zwei USB-Buchsen bzw. 12-Volt-Buchsen anbringen, damit wir hier vorne auch Navi anschließen können bzw. Handy aufladen können. Das ist soweit das, was ich jetzt geschafft habe. Wenn der Motor reinkommt, zeige ich euch natürlich nochmal, wie die Kabel hier genau angeschlossen werden von den Anzeigen. Und dann sollten die auch funktionieren. Ich möchte euch jetzt ganz kurz nochmal eine Nahaufnahme zeigen, wie das Ganze aussieht von nahem und wie das Ganze geschaltet wird. Eine kleine Sache möchte ich dazu sagen. Ihr werdet gleich sehen, dass das eine ein warmweißes Licht hat und das andere ein kaltweißes Licht. Das habe ich leider in der Verkaufsanzeige nicht gesehen. Und ich werde das kaltweiße Licht auf jeden Fall noch austauschen. Das ist ja eigentlich nur eine Glühlampe, die da drin ist, gegen ein warmweißes Licht, damit das gleichmäßig ist. Aber jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Eigentlich ist das Ganze relativ simpel. Und zwar haben wir ja einmal Zündungsplus. Da gebe ich quasi Plus auf die Anzeigeräte, also auf die Auswertung der Geräte. Und das Ganze können wir uns jetzt auch mal angucken. Ich schalte die Zündung ein. Damit ich euch das zeigen kann, halte ich jetzt gerade nur mal die Sensorleitung so ein bisschen an Masse. Das heißt, hier könnt ihr jetzt ganz gut erkennen, dass sich der Zeiger bewegt. Sobald ich die Zündung ausmache, ist die Spannung wieder weg. Zusätzlich kann ich jetzt hier hinten den ganz normalen Lichtschalter betätigen. So wird quasi die Spannung freigegeben für den kleinen Extraschalter hier, weil ich möchte einfach nicht, wenn es jetzt dunkel ist und ich fahre mit Licht, dass die Zusatzanzeigen immer komplett beleuchtet sind, weil mich das theoretisch stören könnte. Das heißt, ich kann hier über den Extraschalter die Beleuchtung der beiden Anzeigen hier extra schalten. Wie gesagt, warmweiß, kaltweißes Licht, das werde ich auf jeden Fall noch in Angriff nehmen, dass hier ein warmweißes Licht reinkommt. Ich hoffe, das Ganze ist verständlich rübergekommen, was ich mir dabei gedacht habe. Ich denke, das ist auch eigentlich ganz logisch so ein bisschen, zumindest für mich oder für uns ist das das Sinnvollste, was man machen kann. Natürlich wird uns selber in der Praxis nochmal gezeigt, ob das Ganze wirklich Sinn macht so, aber ich denke, das ist schon ganz gut durchdacht so. Und so haben wir den Motor einfach ein bisschen besser unter Kontrolle. Es wird wahrscheinlich noch eine dritte Anzeige, wie ich schon erwähnt habe, dazukommen. Und das wird dann die Öltemperatur sein. Um das Ganze zu realisieren, zeige ich euch jetzt auch nochmal eine Kleinigkeit. Und zwar für diejenigen, die sich nicht so gut mit dem Motor auskennen. Es gibt quasi einen Anschluss für den Öldruckschalter. Der Öldruckschalter sagt quasi oder gibt eine Warnung raus an das Tacho, wenn der Öldruck nicht mehr stimmt. Das heißt, wenn der Ölpegel, die Ölmenge nicht mehr stimmt, so entsteht halt ein zu geringer Öldruck und die Warnlampe geht an. Jetzt brauchen wir natürlich zusätzlich noch
ein Instrument, beziehungsweise wollen die Öltemperatur und den Öldruck ablesen können. Vermutlich werde ich den Öldruckschalter komplett weglassen, wenn diese Öldruckanzeige gut funktioniert. Deshalb habe ich mir jetzt hier etwas gekauft. Das ist ein Y-Stück. Das schraubt ihr einfach in das ganz normale Loch von dem Öldruckschalter. Und dann könnt ihr auf der einen Seite quasi entweder wieder den Öldruckschalter ranklemmen oder, so wie ich, für die Öltemperatur einen Sensor anschließen und auf der anderen Seite dann eben für den Öldruck noch den richtigen Sensor anschließen. Das zeige ich euch aber auch speziell nochmal, wenn der Motor da ist. Da werde ich das nämlich dann anschrauben und natürlich auch verkabeln. Und dann sehen wir auch, ob das Ganze überhaupt richtig funktioniert. Das Ganze werde ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken, falls ihr sowas auch vorhabt. Weil für mich ist es sehr interessant, was diese Öldruckanzeige mir nachher anzeigen wird. Es gibt Werte, die kann man sich online anschauen, wie der Öldruck sein sollte. Und es kann natürlich immer sein, dass bei so einem alten Tacho, also bei dieser alten Elektronik, mal irgendwas kaputt ist. Oder zum Beispiel, dass jetzt die Öllampe oder auch der Öldruck nicht mehr richtig abgefragt wird. Klar, da kann man gegenwirken, indem man einen neuen Öldruckschalter sich kauft. Aber auch die Elektronik, die zum Tacho geht und die eben im Tacho ausgewertet wird, die kann ja auch korrodieren und dann kann es mal sein, dass eben die Öldrucklampe nicht leuchtet, obwohl ihr nicht den korrekten Öldruck habt. So sieht das Ganze jetzt aus und im Endeffekt werde ich euch aber auch alles nochmal zeigen, wie das fertig aussieht und wie es auch dann fertig funktionieren soll, beziehungsweise auch hoffentlich funktioniert. Heute ist noch das letzte Messinstrument gekommen. Ich habe zu Hause auch schon was vorbereitet. Das ist jetzt das Messinstrument für die Öltemperatur. Da war auch gleich ein Sensor dabei. Und das Y-Stück, was ich euch gezeigt habe, habe ich jetzt mal vorbereitet. Da ist einmal der Drucksensor oben drauf und einmal der Temperatursensor jetzt eingebaut. Ich empfinde es so, dass ich brauche hier, glaube ich, noch einen Adapter, weil der Temperatursensor relativ lang ist. Und dann habe ich das Ganze natürlich noch mal ein bisschen mit Klebebanddichtung versehen. Und das Ganze kommt dann nachher an den Motor. Und wir bauen jetzt das letzte Messinstrument in die Anzeige ein. Und dann haben wir auch die Temperatur unter Kontrolle. Sehr früh am Morgen, deswegen sehe ich so verschlafen aus, aber ihr habt gesehen, der Motor ist komplett da. Ich habe alle Anbauteile aufgereiht, alle frischen Dichtungen bereitgelegt, die Reparaturanweisung bereitgelegt. Alles, was ich irgendwie finde, versuche ich euch mal unten in der Videobeschreibung auch zu verlinken, dass ihr mal die ganzen Werkzeuge und auch verschiedene Ersatzteile findet, die ich so verwende. Und jetzt wollen wir eigentlich gar nicht lang schnacken. Ich will loslegen, alles zusammenbauen, den ganzen Motor zusammenbauen, beziehungsweise die Anbauteile anbauen. Und dann soll das Ding endlich in Fridolin gepflanzt werden. Und dann legen wir hoffentlich endlich wieder los zu fahren. Und ich freue mich so heftig drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf. Und am Ende dieses Videos haben wir hoffentlich einen laufenden Fridolin. Viel Spaß!